Ich bin Kerstin Mayhack. Ich bin systemische Beraterin und systemische Therapeutin. Ich habe ursprünglich mal Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert, aber das war immer nur so halb meins. So richtig ist mein Herz in der systemischen Arbeit, in der systemischen Therapie aufgegangen. Ich habe promoviert, ich war viel an Hochschulen gearbeitet, mit Schulen, in der Berufsorientierung vor allen Dingen. Ich habe an der Stiftung gearbeitet, bin jetzt seit dem 01.10.23 an der SRH, habe hier die Professur für den Masterstudiengang Systemische Beratung und Management inne und bin ziemlich ganzheitlich unterwegs. Ich möchte immer die Menschen ganzheitlich begleiten. Ich bin noch Yogalehrerin. Ich arbeite mit ätherischen Ölen, um einfach verschiedene Facetten des Menschseins mit einzubeziehen. Und das macht mir richtig viel Freude. Die Menschen stehen im Mittelpunkt. Es geht darum, Menschen zu begleiten in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Individualität und trotzdem auch die Gemeinsamkeit zu finden. Das ist immer eine Herausforderung. Es ist nicht leicht und wir können nicht einfach einen Stempel draufdrücken und sagen, so geht es für alle. Und gleichzeitig neben der Herausforderung ist es auch etwas, was sich so lohnt, für die Menschen, mit den Menschen zu arbeiten, etwas gemeinsam zu gestalten, hinzuschauen. Und beides miteinander zu vereinbaren, das Individuelle und auch das Gemeinsame. Denn ich denke, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, das brauchen wir. Und daher lohnt es sich dafür, jeden Morgen aufzustehen. In meiner Praxis ist es so, dass ich zwei Schwerpunkte habe. Einmal arbeite ich als Therapeutin mit Einzelpersonen und Paaren. Diese begleite ich in Übergangsprozessen, in Krisensituationen, in Konfliktsituationen und in Veränderungsprozessen. Das ist ziemlich allgemein, weil für jeden ist ein Konflikt, eine Krise, etwas anderes. Aber alle eint, dass es um Sicherheit, um Vertrauen geht und darum auch gute neue Erfahrungen zu machen. Das ist mein Job in der Praxis, wenn ich in der Beratung und in der Therapie arbeite. Und der zweite Schwerpunkt ist, dass ich Workshops gebe für Gruppen. Ganz unterschiedlicher Couleur. Ich arbeite sehr viel im sozialen Bereich mit Schulsozialarbeitenden, mit Schulbegleitern, mit Integrationsbegleitenden. Ich habe da angefangen, viele inhaltliche Fortbildungen zu geben. Also systemische Beratung, Gesprächsführung, Umgang mit schwierigen Personen. Und das, was sich so rauskristallisiert hat die letzten Jahre, ist, dass sich die inhaltliche Arbeit eher verschoben hat in Richtung Selbstfürsorge, Stressprävention, Achtsamkeit. So einen guten Stand mit sich zu finden, gut die Akkus wieder aufzufüllen für die Arbeit, um nicht auszubrennen tatsächlich. Einiges, ganz unterschiedliche Dinge. Ich ernähre mich, soweit es geht, gesund. Gelingt mir mal besser, mal schlechter. Ich bin sehr aktiv im Yoga. Ich bin auch Yoga-Lehrerin. Ich versuche da einfach viel Yoga in meinen Alltag einzubringen, genauso Meditation und Achtsamkeitsübungen. Ich gehe ziemlich gern und auch häufig in die Natur, auch mit meiner Familie. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe so über die Zeit auch ein paar Gebrechen, zum Beispiel mit der Schulter. Da versuche ich so ein paar Aktivierungsübungen zu machen. Aber auch wenn mir dieses Thema wichtig ist und ich auch dafür so jeden Morgen aufstehe und damit auch auch im Beruf gehe, ist es trotzdem so, dass es Zeiten gibt, wo es mir besser gelingt und Zeiten, wo es mir nicht so gut gelingt. Es war beides. Ich habe damals promoviert und hatte einen Konferenzbeitrag in Philadelphia auf einer internationalen Konferenz. Und eine Freundin, die auch mit mir promoviert hat, wir sind zusammengefahren und haben gesagt, wir packen noch ein paar Freunde ein und haben dann einfach neben dem Konferenzbeitrag auch einfach eine schöne Zeit gehabt, sind ein bisschen rumgefahren, haben uns ein Auto gemietet und hatten so beides. Einmal wirklich auf so einer großen internationalen Konferenz dabei zu sein, aber auch Urlaub. Und das ist natürlich sehr gut, wenn man einen Beruf hat, wo beides vereinbar ist. Kann ich nicht beantworten, weil ich bin im Jetzt sehr glücklich. Ich möchte weder zurück und ich möchte auch gar nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Ich habe so in den letzten Jahren in meinem privaten Bereich einfach Erfahrungen gemacht,
die mich ziemlich gut gelehrt haben, dass das Jetzt das ist, was zählt. Dass es nur der Augenblick ist, den wir jetzt gerade haben. Und dass es wichtig ist, diesen zu genießen. Und es ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist tatsächlich das, was ich erfahren habe und auch wirklich glaube. Und daher bin ich sehr bemüht, immer wieder das auch zu üben, im Jetzt zu sein. Und die Zeit einfach auch zu sehen und auch zu genießen. Und wenn ich es mal vergesse, erinnern mich meine Kinder dran. Die sind dann sehr deutlich, wenn ich irgendwo anders bin, mich wieder jetzt zurückzuholen und in den Augenblick zu katapultieren. Ja, ich hatte eine sehr spannende Erfahrung. Ich bin zum Bouldern gegangen in eine Kletterhalle. Und fand das total toll, weil ich das so ästhetisch finde, wenn man so die Boulderer sieht, wie die da hochklettern. Hab gedacht, oh, das ist was Schönes, ein ruhiger Sport. Bin geklettert und nach ein paar Mal habe ich so gemerkt, okay, ich kriege auch ein bisschen Kraft. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ich habe Höhenangst, das wusste ich vorher, aber ich wusste nicht, dass das mit dem Bouldern zusammenhängt, dass dann 5 Meter, auch wenn es von unten nicht so hoch aussieht, doch sehr hoch sind. Und ich hing in der Wand und dachte, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Und dann habe ich sehr viel gelernt über, was macht der Kopf, was machen meine Gedanken, wie beeinflusst mich mein Gehirn in Extremsituationen. Auch das wusste ich vorher, natürlich, ich bin Therapeutin. Aber es hat sich so schön wie so ein Gleichnis einfach in diesem Sport nochmal gezeigt, dass immer, wenn ich an mir zweifle, wenn ich Angst habe und in der Wand, in diesem Beispiel, hänge und denke, ich komme hier nicht wieder runter, dann bin ich zu. Und es geht nicht weiter. Und genauso ist es im Leben. Wenn ich in der Angst bin, wenn ich mich nicht traue, wenn ich mir selbst nicht vertrauen kann, dann habe ich auch diesen Tunnelblick, habe keine Resilienzen, ich bin nicht wirklich offen, kann nicht weitergehen. Und genau das Gegenteil trifft auch im Bouldern zu. Wenn ich es schaffe, zu vertrauen und zu üben und immer wieder ein kleines Stück über die Grenze zu gehen, aber trotzdem mit der Sicherheit im Rücken, dann geht es viel leichter. Und das ist was Schönes, was sich so für mein privates Leben, aber auch für den Beruf total gut eignet, dieses Gleichnis zu nehmen und die Freiheit und die Selbstsicherheit immer mitzunehmen und daran zu sein und daran zu arbeiten und die immer ein Stück mehr auszubauen.